big fat crazy show, and you can see me on TV. I guess it's how it's gotta be. I don't care because I know it's just a big fat crazy show, and you can see me on TV. I guess it's how it's gotta, how it's gotta. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Sissi will Wolle. Mein Name ist Sissi und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wenn ich so ein bisschen einen Jahresrückblick zu 2022 mache. Es ist zwar die erste Folge in 2023, aber für mich gehört die 100. Folge trotzdem noch zum letzten Jahr. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist und eingeschaltet hast, wenn ich über meine Strickprojekte spreche. Heute ist leider keine Katze auf der Couch, die sind unwillig. Das heißt, die Folge wird ohne Katze stattfinden, ziemlich sicher, aber ich hoffe, du bleibst trotzdem da und schaust dir meine Projekte an. Und ja, es gibt einiges zu erzählen zum letzten Jahr, so ein bisschen rückblickmäßig, unter anderem meinen großen Fertigmachalong, der keine losen Enden mehr, Make-along, wie gesagt, Fertigmachalong, wo es darum ging, einfach mal Projekte fix fertig abzuschließen. Ich habe gehofft, dass ich das mit all meinen Projekten schaffe. Man sieht zum Beispiel hier, diese Socken sind seit ewig fertig, da sind noch immer nicht die Fäden vernäht. Ich habe es auch nicht hundertprozentig geschafft. Aber ein paar Sachen habe auch ich fertig bekommen und das Coole ist, dass vor allem ihr ganz fleißig dabei wart in meiner Reverie-Gruppe auf www.reverie.com. Die Gruppe heißt Sissi will Wolle und dort wurden die Beiträge sozusagen gezählt und sind auch in einen Lostopf gehüpft und da habe ich auch verlost. Es gab 3 Gewinnerinnen, die wurden schon benachrichtigt, kontaktiert und wenn alles glatt läuft, gibt es auch eine kleine Parade der fertiggestellten Projekte, die ich dann einblenden werde. Zuerst einmal zu den Projekten, die ich abgeschlossen habe, noch letztes Jahr. Dieses Jahr noch nichts, also alles noch von 2022. Was habe ich fertig bekommen? Unter anderem den, ich muss jetzt nachschauen, Mirrorette Wrap von Erin Kurup. Den kann ich euch leider nicht mehr ganz zeigen. Ich kann euch nur ein Bild von der gespannten Version zeigen, weil ich den hergeschenkt habe. Das war ein Weihnachtsgeschenk für meine Schwiegermama. Und der ist super schön geworden. Ich bin irrsinnig happy mit dem Design. Ich sage noch ganz kurz was zur Wolle. Und zwar waren das unterschiedliche Qualitäten, nein, nicht unterschiedliche Qualitäten, aber unterschiedliche Färberinnen. Unter anderem Cosmic Strings. Ich schaue nur, ob ich die Wolle nicht da irgendwo liegen habe. Im besten Fall nämlich schon. Ja. Die Wolle habe ich da. Da kann ich euch gleich zeigen, wie viel übergeblieben ist, weil ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der verbleibenden Wolle. Also unter anderem Cosmic Strings. Das war die Farbe heißt Harvest. Eine One-of-a-Kind-Färbung. Die habe ich geschenkt bekommen. Alles Merino Singles. Das bedeutet nicht verzwirrt. Das zweite war Smoked Salmon von Valk Collection. Die habe ich mir gekauft dieses Jahr, letztes Jahr, 2022. Da ist genau so viel übergeblieben. Das sind unter 5 Gramm. Also das sieht man jetzt nicht mehr sehr viel. Und das dritte war Dolorosa von Rock Sheep. Das ist eine österreichische Färberin. Und genau, auch ein Merino Single. Die Qualität heißt Merengue. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man Rock Sheep jetzt noch bekommt. Auf Etsy habe ich die damals gekauft. Die österreichischen Handfärberinnen sind bei mir auch eigentlich alle aufgelistet, soweit ich sie kenne und von ihnen weiß, in meiner Reverie-Gruppe. Da gibt es einen eigenen Kanal, der heißt Handfärber, österreichische Handfärberinnen und da sind auch alle verlinkt. Wie gesagt, sofern ich von ihnen weiß und auch ihre Homepage etc. habe. Sollte da jemand drinnen sein, den du kennst und den ich nicht verlinkt habe, dann bitte gerne Bescheid geben. Dann nehme ich die Person irrsinnig gerne noch in meine Liste auf. Ja, das ist von meiner Wolle übergeblieben. Ihr seht, von der Dolorosa ist am meisten da. Von den anderen zweien relativ wenig, Smoked Salmon ist überhaupt fast gar nichts mehr übergeblieben. Und da bin ich irrsinnig froh, ich habe den Mirrorette Wrap so gemacht, wie er in der Anleitung steht, plus die Ergänzung, die noch in der Anleitung steht. Also da steht, ein Teil kann man wiederholen, um ihn praktisch länger zu machen. Das habe ich auch gemacht, weil mir war er irgendwie ein bisschen zu kurz. Und ich finde auch gut, dass ich es gemacht habe, weil letztendlich ist da hauptsächlich was von der Kontrastfarbe noch hineingegangen. Also das waren meine zwei Hauptfarben und das war die Kontrastfarbe und ja. Deswegen war es eigentlich ziemlich cool, dass ich da noch eine extra Verlängerung praktisch hineingearbeitet habe. Mir wäre auch sonst ein bisschen zu klein geworden. Es ist ein Wrap, das heißt, es ist ein Rechteck eigentlich, ein ne, Parallelogramm. Ja. Und man strickt zuerst die eine Hälfte, so mit drei... Entschuldigung, die Katze. Aurora, kannst du dich bitte daher setzen
und nicht im Off mühsam sein? Nein, kann sie nicht. Hm, na komm her. Ja, da. Setz dich her. Du kannst dich auch da her setzen. Na hopp. Ja. Es ist doch da. Also man macht zuerst das eine Dreieck, strickt ein Dreieck praktisch entlang und fängt mit einer der zwei Hauptfarben sozusagen als Hauptfarbe an. Und dann strickt man das andere Dreieck und das kommt dann in der Mitte zusammen und daraus ergibt sich dann dieses Parallelogramm. War super spannend zu stricken, es war schon anspruchsvoll, weil vor allem der Lace, also der Spitzenteil, sehr anspruchsvoll war, weil er in jeder Reihe musste man aufpassen, wie man die Maschen aufnimmt, verschränkt zusammenstrickt etc. Also nichts für Anfängerinnen, würde ich sagen, sondern schon ein bisschen fortgeschritten. Aber was sehr angenehm war, dass dieser Spitzenteil war sehr fordernd und dann ist es wieder sehr gemütlich weitergegangen. Dann wieder sehr fordernd und dann wieder gemütlich. Also genau die richtige Mischung. Ich weiß, dass du diesen Pullover so gern magst. Ich brauche den aber nachher. Leg dich rein oder lass es? Oder leg dich drauf, es ist mir wurscht. Ich brauche ihn nur nachher, zum Herzeigen. Da ist der Unterteil eigentlich, da kommt man besser rein. Ich sehe es jetzt schon, dass ich mit dir um den Pullover streiten werde. Da sind übrigens schon viel mehr Katzenhaare drauf als Wolle. Gut, die Wolle war super schön zu verstricken, die Kombination der drei Wollen war großartig. Und was auch irgendwie schön ist, ich habe die drei Stränge sozusagen einzeln gekauft, beziehungsweise im Geschenk bekommen, also nicht als Kombination gekauft. Und sie haben aber trotzdem irgendwo super gut immer zusammengepasst und das hat mir extrem viel Freude gemacht, diese drei Stränge, die so unterschiedlich sind, in diesem einen Projekt zu sehen. Wie gesagt, ein Bild blende ich euch auf der Seite ein, beziehungsweise kurz über meinen Kopf drüber, je nachdem, was ich dann auch noch, vielleicht habe ich noch ein bisschen ein besseres Bild, wo es sichtbarer ist, aber sonst das Spannbild, das ich glaube ich auch auf Ravelry ist auf jeden Fall gepostet, eventuell auch auf Instagram habe. Auf Instagram heiße ich übrigens unterstrich Trochilita unterstrich, aber mit Sissi will Wolle findet ihr mich eigentlich überall im Netz. Ihr findet auch meine Homepage, die da heißt www.sissiwillwolle.com und dort habe ich eigentlich auch nochmal die Shownotes verlinkt, aber am allerbesten findet ihr diese auf Ravelry. Da seht ihr immer alles ganz genau und auch gleichzeitig mit meinen Projekten verlinkt, was halt super praktisch ist, weil da steht dann auch immer genau dabei, wie viel Wolle ich zum Beispiel verwendet habe für die ganzen Projekte, also wie viel Wolle da tatsächlich hineingeflossen ist. Was für mich super cool ist, das werdet ihr auch gleich sehen nachher, wenn ich so einen Jahresrückblick mache, um zu schauen, wie viel Wolle ich verstrickt habe und wenn ich das wirklich alles brav mitdokumentiere, sehe ich halt, wie viel Wolle sozusagen aus meinem Stash gewandert ist. Das ist sehr befriedigend, weil da kommt ja nicht nur Wolle rein, es kommt ja auch Wolle raus, man sieht es nur nicht so richtig. Also vor allem, wenn dann im Stash trotzdem die Wolle drinnen bleibt, weil die ist ja trotzdem noch da, aber sie ist ein wesentliches weniger geworden. Also das ist natürlich jetzt, also der Knäuel ist in meinem Stash als nicht mehr vorhanden drinnen, weil der kommt auch raus sozusagen. Den verwende ich für irgendwelche Resteln, also für kleine Mini-Projekte, wo ich halt wirklich nur ganz wenig Wolle brauche, wie zum Beispiel den Adventkalender, den ich nicht weiter gestrickt habe vom letzten Jahr. Oder irgendwo wirklich, wo ich nur drei Reihen, zeige ich euch auch gleich ein Projekt, irgendwie in einer Kontrastfarbe brauche, da ist das perfekt für sowas. Ansonsten, ich tue mir irrsinnig schwer, irgendwann muss man sich von Resteln auch mal trennen, das mache ich aber dazwischen auch manchmal. Also ich habe mich ja dieses Jahr mit dem D-Stash von Wolle getrennt, übrigens gibt es noch ein paar D-Stash-Posten, also ein paar Wollposten, die ich gerne an den Mann, an die Frau bringen würde. Und da gibt es auch einen eigenen Kanal auf Ravelry, beziehungsweise wenn ihr euch auf Ravelry ein bisschen auskennt, könnt ihr dort auch in meinen Stash schauen und da gibt es einen Teil, der heißt Will Trade or Sell, also tauschen oder verkaufen. Ich will es in erster Linie nicht tauschen, sondern wirklich loswerden. Und da könnt ihr auch einfach hineinschauen und wenn euch da was gefällt, könnt ihr mich anschreiben, ob es die Wolle noch gibt oder wogegen ich die tauschen würde oder was ich dafür haben wollen würde. Und dann kann man das sozusagen gerne dem anderen geben. Freue ich mich. Ich zeige auch gleich, welche Wolle das unter anderem betrifft. Ja, also mit denen bin ich super glücklich. Die bleiben jetzt in meinem Stash. Die sind wunderschön. Was ich damit mache, weiß ich nicht. Das sind natürlich so Reste, die eigentlich nicht viel sind, aber auch nicht so wenig. Also vor allem der Dolorosa ist relativ viel eigentlich noch. Was ich damit mache, keine Ahnung. Würde für eine Haube gut passen, ist halt ein Single, würde ich jetzt nicht unbedingt für einen Topf verwenden. Aber tatsächlich, wenn ich sowas machen würde wie den Zweig, wo es einen Spitzenteil gibt, würde ich auch einen Single hineinstricken. Das wäre mir dann, glaube ich, relativ egal. So. Single, wie gesagt, bedeutet nicht zu stark verzwirrend. Das war das eine fertige Projekt. Finde die Anleitung super schön. Mir hat das Muster sehr, sehr gut gefallen. Es ist eigentlich auch echt flott gegangen, dadurch, dass du nicht so einen ewig langen Schlauch strickst, sondern zweimal so diese Dreiecke,
hält sich es mit der Maschenanzahl relativ in Grenzen und geht eigentlich voll schnell voran. Also fand ich so ganz cool. Würde ich, wie gesagt, wieder machen prinzipiell, aber ich würde es in anderen Farben natürlich machen und ich würde das nur Leuten empfehlen, also ich würde das eher Strickerinnen und Strickern empfehlen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, vor allem was eben so Spitzenmuster betrifft, weil das schon etwas herausfordernder war, auch für mich. Ich habe mich urkonzentrieren müssen. Ich habe auch Fehler gemacht, aber es ist ja Gott sei Dank egal. Das war eigentlich das einzige fertige Projekt, was ich habe. Und dann komme ich vielleicht auch gleich zum Thema, was ist mit der Wolle, die ich verstrickt habe und die ich jetzt sozusagen nicht mehr brauche. Also zum Beispiel habe ich ja euch letztes Mal schon gezeigt, habe ich eine Haube gestrickt und da ist mir jetzt nur, Gott sei Dank nur, von 4 Knäuel, die 2 Knäuel sind mir übergeblieben. Ich habe aber noch einen kompletten einfärbigen Knäuel und das ist zum Beispiel bei mir in Trader Cell drinnen. Ich zeige euch den fertigen Knäuel, also den ganzen Knäuel, Entschuldigung, das ist die Soft Llama von Etna, also von Etna AT habe ich die gesponsert bekommen, den habe ich mir selber nachgekauft, deswegen habe ich da auch noch ein komplettes Knäuel. Und das ist Baby Llama, 50 Gramm, 100 Meter. Diese drei zum Beispiel schauen super cool miteinander aus, ich finde die wunderschön. Nachdem ich 2 Hauben mittlerweile mit dieser Wolle gestrickt habe, muss ich sie nicht nochmal verstricken, so blöd es klingt. Sie ist großartig, die ist in meinem Trader Sale zum Beispiel drinnen. Und wenn du sagst, ja, die findest du cool und du würdest damit gerne was machen, dann kannst du dich bei mir melden. Das geht super gut, für eine Haube geht es sich meiner Meinung nach gut aus. Oder auch für zum Beispiel Handschuhe, Mittens. Ich habe mit der Colorwork gestrickt. Was Llama ist normalerweise jetzt nicht super optimal für Colorwork, aber die hat eigentlich super gut funktioniert und hat, finde ich, auch ein sehr schönes Ergebnis gehabt. Vor allem, sie ist so großartig weich. Sie ist so weich. Also die ist echt ein Traum zum Stricken. Habe ich sehr, sehr gerne verarbeitet. Ja, keine losen Enden mehr. Es ging darum, Dinge vor Jahresabschluss noch fertig zu bringen. Und wie gesagt, ganz viele von euch haben das super mitgemacht und sich ganz toll beteiligt. Und dann vielen lieben Dank. Ich war Ende des Jahres jetzt ein bisschen ruhiger, weshalb auch die Folge ein bisschen später gekommen ist jetzt. Und es war aber trotzdem für mich total cool, in der Reverie-Gruppe zu schauen, was alles passiert und wie viele schöne Stücke da eigentlich noch fertiggestellt werden. So auch schon ganz schnell vor Jahresende, ah, das muss noch weg, das muss noch fertig werden. Und ich habe das jetzt auch mit ein paar Projekten geschafft, unter anderem zum Beispiel mit meinem Bobbers Shawl. Das habe ich euch letzte Folge oder vorletzte Folge gezeigt und es wird jetzt super schwierig, euch das nochmal zu zeigen, weil ich habe das natürlich nicht markiert. Ich hatte ein Loch. Ich finde das nie wieder. Ich glaube da. Ist das das Loch? Man weiß es nicht. Ich glaube nicht. Okay, wurscht. Ich hatte irgendwo im Spitzenteil, ich weiß wirklich nicht mehr wo. Da müsste ich jetzt sehr lange suchen. Ich habe es mir nicht markiert, damit ich es euch zeigen kann. Der nächste, der da hinten raschelt. Loki, kannst du das bitte lassen? Offensichtlich nicht. Da ist nämlich eine leere Kiste, in die er nicht hineinpasst, weil sie ist so groß und der Kater ist ungefähr so groß. Das ist ihm egal. Hauptsache er macht Krach. Okay, weiter im Text. Es tut mir leid, ich werde abgelenkt. Das ist nämlich noch dazu genau in meinem Blickwinkel, also hinter der Kamera. Das macht mich wahnsinnig. So, also irgendwo in diesem Spitzenteil, und wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr wo, also in diesem weißen Spitzenteilbereich, hatte ich ein Loch. Mir ist irgendwie, ich bin wahrscheinlich irgendwo hängen geblieben oder so, mir ist der Faden gerissen. Ich sage nicht, dass es eine Motte war. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwo hängen geblieben bin. Man weiß es aber Gott sei Dank nicht. Also ich weiß es Gott sei Dank nicht. Und ich hatte aber Glück, ich habe eigentlich die restliche Wolle, die ich hatte, meiner Mutter gegeben. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, ob sie zufällig doch noch Rest von dem Rest hatte. Und sie hatte noch was. Also habe ich wieder diesen Rest zurückbekommen. Das ist eine La Bière Aimée. Fragt mich nicht, welche Färbung das war. Das war auf jeden Fall ein Set, das ich bei La Bière Aimée damals gekauft habe. Und das heißt, die war extra für diesen Schal, für dieses Tuch praktisch gefärbt. Und ich habe einfach dieses Loch gestopft, was nicht viel Arbeit war. Allerdings in diesem Spitzenbereich muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen aufpassen, dass man es auf der Rückseite so den Faden praktisch nachfährt, den vorigen, dass man ihn auf der Vorderseite dann nicht sieht. Deswegen finde ich das auch jetzt nicht mehr, weil ich habe es offensichtlich relativ gut gemacht. Ich hatte halt Glück, dass ich wirklich genau diese Färbung noch über hatte. Ansonsten hätte ich das mit einer anderen weißen, cremefarbigen Wolle machen müssen, was auch gegangen wäre. Das Loch war jetzt nicht besonders groß. Es war wirklich nur ein gerissener Faden und dort haben sich die Maschen langsam begonnen aufzutrennen. Umso wichtiger war es, also wie ich gesehen habe, dass ich dort die Maschen auftrennen, habe ich sie mit einer Büroklammer in dem Fall, oder du kannst es auch mit einer Sicherheitsnadel,
gesichert, also praktisch die Maschen rundherum aufgefangen und dann sozusagen so festgehalten, damit das Loch nicht wächst. Und dadurch ist es eigentlich auch relativ jetzt unsichtbar geflickt worden. Ich habe zum Beispiel einfach verabsäumt, aber nachdem ich ja nicht an der Verlosung teilnehme, war es egal. Ich habe verabsäumt, mein Bild zu posten mit vorher, nachher, also vorher das Loch und nachher das vernähte Loch praktisch. Aber das haben die anderen dafür ganz fleißig gemacht. Und da konnte man eben auch gezogen werden, indem man ein Vorher- und Nachher-Bild macht. Und es waren über 140 Beiträge, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, weil das zeigt, dass ihr sehr motiviert wart. Und eben diese Motivation hat gleichzeitig wieder mich angesteckt. Das war super schön. Ich habe sogar Socken geflickt, was die irre Arbeit war. Total mühsam. Aber letztendlich habe ich, glaube ich, 6 Paar Socken gerettet oder so für mich, die ich ja schon mal gestrickt habe, und da habe ich nur Löcher gestrickt. Ein paar Socken hat gleich wieder den Geist aufgegeben, die habe ich dann entsorgt. Das war mir dann zu blöd. Ein zweites Mal wollte ich sie dann nicht richten. Das waren aber auch tatsächlich meine ersten Socken, also meine ersten Socken aus handgefärbter Wolle, die ich für mich gestrickt habe. Also ist okay. So viel zum keine losen Enden mehr am Make-Along. Und wie gesagt, wenn alles klappt, dann hat die Steffi, die großartigste Person auf der ganzen weiten Welt, eine Galerie zusammengestellt und die blende ich jetzt ein. Viel Spaß damit. Möchte ich auch gleich noch etwas sagen, was wir letztes Jahr geschafft haben, nämlich wir haben letztes Jahr gemeinsam den ersten Wiener Wollkongress abgehalten und zu unserer Überraschung war er wirklich genauso genial, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir waren urbegeistert und das Feedback, das wir bekommen haben, war auch extrem positiv. Deswegen überlegen wir, dass wir das dieses Jahr, also 2023, wieder starten. Es ist sehr viel im Umschwung und sehr viel im Tun momentan bei uns beiden. Deswegen ist es einfach gerade nicht 300%ig fix. Wir wollen es wirklich sehr, sehr gerne machen, wie gesagt, weil wir auch wissen, dass das Interesse da ist. Das ist übrigens das T-Shirt davon. Ich zeige euch noch kurz das Logo. Ich habe heute extra das T-Shirt an. Das war unser Logo davon. Erster Wiener Wollkongress. Mir ist gerade ein bisschen kühl ohne Weste. Und meinen Pullover kann ich eh nicht anziehen, gell Maus? Ja, war sehr schön, das war etwas aus 2022, was ich mitnehme und was mir wirklich sehr viel bedeutet hat. Allerdings habe ich auch gemerkt, ich war danach fix und fertig und ich habe mich das letzte halbe Jahr fast nicht von dem ganzen Trubel sozusagen erholt. Was auch der Grund war, wieso es ein bisschen ruhiger geworden ist um mich herum. Ich habe einfach urviel privat auch parallel gehabt und das war nicht nur der Wollkongress, sondern es war einfach irrsinnig viel, das noch dazugekommen ist. Dann hat im Herbst natürlich die Schule wieder angefangen. Ich habe wieder mehr in der Schule zu tun gehabt, was super schön ist und ganz viel Spaß macht, aber einfach auch mehr Zeit und mehr Energie in Anspruch nimmt. Ja, und deswegen ist der ganze Kanal ein bisschen abgeflaut, leider. Was ich ja sehr schade finde, weil es mir ja irrsinnig viel Spaß macht. Aber ich merke gerade, ich bin noch nicht im Rebooten so schnell, was ich ja schon prinzipiell weiß. Aber das nehme ich einfach hin, es ist jetzt nicht so tragisch, es ist einfach so. Und ich danke euch, dass ihr so tapfer wartet und ausharrt immer bis zur nächsten Folge und mir gleichzeitig sehr viel Unterstützung entgegenbringt und sehr viel Verständnis. Das ist super, super schön und das macht es dann auch nochmal leichter, sozusagen euch ein bisschen warten zu lassen. Danke auf jeden Fall für eure Unterstützung. Da möchte ich auch gleich so ein bisschen einen Rückblick geben zu letztem Jahr. Es ist so, dass ich insgesamt weniger Folgen aufgenommen habe als das Jahr davor. Es waren aber dann trotzdem, lasst mich nachschauen, dass ich euch keinen Blödsinn sage, insgesamt 16 Episoden. Also gute
3-Wochen-Rhythmus. Ja? Eigentlich habe ich einen 2-wöchigen Rhythmus, das wären 2 Folgen pro Monat, aber es ist sich letztes Jahr tatsächlich einfach nicht so gut ausgegangen, dass es wirklich immer 2 Folgen pro Monat sind, was ja prinzipiell nichts macht. Aber zeigt mir auch so ein bisschen, okay, ich muss vielleicht nochmal ein bisschen reschedulen und ein bisschen neu schauen, wie ich meine Zeit verteile, dass sich das auch wieder für mich gut ausgeht, dass es einfach passt. 16 Episoden sind rausgekommen letztes Jahr. 418 Abonnentinnen sind dazu gekommen. Wow, ich danke euch vielmals. Ich habe die 4000er Marke praktisch geknackt. Das war großartig und ist überwältigend, wenn ich mir denke, dass ich 4-mal mehr Abonnentinnen habe, als Schülerinnen in meine Schule gehen. Das ist so, wow. Das ist wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Und wie gesagt, danke für eure Treue, danke fürs regelmäßige Einschalten. Danke für eure Herzen und für eure Daumen hoch. Das ist etwas, was meinen Kanal sehr unterstützt und mir, wie gesagt, sehr viel Freude macht, weil ich das ja einfach in meiner Freizeit mache und nebenbei. Und deswegen ist das immer sehr schön. Das ist auch so etwas, weil ich immer sage, es ist so viel Arbeit. Natürlich ist es Arbeit, aber es ist Arbeit im Sinne von, es braucht einfach Zeit, die ich sehr, sehr gerne investiere. Und wenn ich die Zeit nicht habe, dann kommt halt nichts sozusagen. Und die Katze geht. Ich rede zu viel mit den Armen. Aber das macht ja eigentlich auch nichts für mich. Ich möchte nur einfach auch immer so sozusagen, wie soll man das schön ausdrücken, gibt's nicht. Ich möchte das so abliefern, wie ich mir das vorstelle. Also ich habe einen gewissen Anspruch auch an mich selber. Und dann ist es, wenn ich diesen Anspruch nicht erfüllen kann für mich, dann nehme ich mich lieber zurück. Dann mache ich es lieber sozusagen nicht oder ein bisschen später oder einfach warte ein bisschen. Und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen eine Pause machen, aber dazu komme ich dann später noch einmal, weil ich möchte euch jetzt noch zeigen, was ich so auf den Nadeln habe und was für Projekte gerade noch so bei mir dran sind. Beziehungsweise was auch aus meinen Make 9 geworden ist. Da gibt's, also heute wird es vielleicht ein bisschen eine längere Folge, beziehungsweise wird die Folge ein bisschen aufgeteilt. Was ich auf den Nadeln habe, unter anderem habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen, ich muss nachschauen, mein Hirn ist Mousse. Der Weekender von der Andrea Mori, das ist jetzt die sozusagen falsche Seite. Ich zeige euch nur, wo ich euch letztes Mal gezeigt habe, wo ich war, nämlich da bei dem Einhorn. Chip, chip. Und das ist jetzt alles dazugekommen, das heißt, der Schulterteil, der Oberteil ist jetzt fertig. Ich zeige es euch jetzt von der richtigen Seite, weil stricken tut man das ganze Ding inside out. Das heißt, ich stricke das mit der glatten Seite zu mir. Getragen wird das Ganze aber mit der linken Seite nach außen. Und das schaut dann so aus. So, das ist der bis jetzt fertige Pullover. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, wo vorne und wo hinten ist. Das Mündchen ist ein bisschen länger hinten. Ich finde, man sieht das nicht sehr gut. Ich habe die Möglichkeit, das zu markieren, aber ich habe die Möglichkeit nicht da. Na wurscht, nicht so tragisch. Ich markiere mir das dann, indem ich vorne auf dem Pullover einfach so eine kleine Etikette oder sowas dran mache, damit ich weiß, das ist vorne. Weil, das ist, komme ich jetzt gleich zum Design, dieser Pullover wird vorne und hinten praktisch exakt gleich gestrickt. Es gibt kein vorne und kein hinten, außer dass das Spaltbündchen, also man hat da so ein gespaltenes Bündchen, hinten einen Tick länger ist als vorne, aber nicht sehr, sehr viel. Also das könnte man vielleicht auch noch ein bisschen länger machen, aber prinzipiell ist nur das der einzige Unterschied. Ansonsten Maschenanzahl ist keine anders, Ausschnitt ist nicht anders, also vorne und hinten wird genau gleich abgekettet. Ja, ich sage immer, okay, schön, ist, finde ich, ein faules Design. Sorry, ich verstehe es irgendwo, aber andererseits denke ich mir, hinten ist einfach höher als vorne. Warum ist es nicht anders? Warum sind da keine anderen Maschen? Warum sind da keine anderen Abnahmen? Das ist jetzt nicht so viel mehr Aufwand. Natürlich lebt dieses Design auch von dieser Schlichtheit und von dieser Gleichheit. Andererseits, ja, ich hätte das vielleicht modifizieren können, darauf hatte ich keinen Bock. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Pullover aussieht. Ich habe kleinere Nadeln verwendet als die Andrea Mori. Ja, glaube ich. Ja, habe kleinere Nadeln verwendet. Und ich stricke die zweitkleinste Größe, also nicht ganz so viel positiv, wie sie vorschlägt. Ich habe keine Maschenprobe gemacht. Wir betonen, keine Maschenprobe. Weil wenn ich Maschenproben mache, geht das hier, wie wir wissen, immer schief. Ich habe keine Maschenprobe gemacht, das Ding passt perfekt. So, also, das ist einmal dieser Weekender. Vom Schnitt her ist es wieder so ein gerader, ich sage immer Boxy-Schnitt, weil wir wissen vielleicht alle schon, was ein Boxy ist. Ihr seht, vorne ist das relativ hoch, genauso hoch wie hinten. Das sind die Schultern, die haben hier so ein Rippchenmuster. Und die Naht ist eine außenliegende Naht, die absichtlich wird so abgebunden, also abgekettet,
dass das außen liegt. Das ist ein Three-Needle-Bind-Off, habe ich auch genauso gemacht. Was man machen hätte können, habe ich diesmal nicht gemacht, obwohl ich es mir überlegt habe, dass man hier praktisch einen Kitchener-Stitch macht, dann hätte das hier diese Naht nicht gehabt. Aber ich finde, das ist ein schönes Designelement, deswegen habe ich das übernommen. Vorne wird italienisch abgekettet, genauso wie hinten. Das ist im Prinzip von der Art wie ein Kitchener-Stitch, also das Maschenstich. Wenn du Socken strickst und die oben so zusammennähst, dass man praktisch keinen Verlauf sieht, also keine Naht sieht, dann ist das ein Maschenstich. Und das ist praktisch die Methode, ist dieselbe beim italienischen Abketten. So, jetzt bist du wieder da. Entscheide dich, wo willst du hin? Ich mache dir jetzt keine Höhle. Kurr. Immer dieses Gurren, wie eine Taube. So, mir ist es vorne fast vielleicht ein bisschen zu hoch. Vor allem, weil die Wolle nicht super hyper urweich ist. Sie ist auch noch nicht gewaschen. Aber das ist so ein bisschen ein Punkt. Entschuldigung, ganz kurz. So. Habe ich jetzt? Wenn du willst, kannst du dich in die Tasche legen. Wenn ich aber das sehe, wahrscheinlich nicht. Die sitzen hier im Schwanz, oder? Nein, nicht einmal. Die Katze macht mich wahnsinnig. Du kannst dich daher legen, du kannst dich daher legen. Weißt du nicht. Okay. Gut. Die Wolle ist nicht super hyperweich und mir ist sie vorne am Hals. Habe ich Angst, dass sie mich vielleicht ein bisschen kratzen wird. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich ein Turtleneck oder ein hochgeschlossenes T-Shirt tragen, wo ich jetzt nicht so viele davon habe. Das ist etwas, was mich ein bisschen stört. Aber wie gesagt, sie ist noch nicht gewaschen. Ich warte jetzt mal, wie sie gewaschen ist, wie sie dann sein wird. Vom Schnitt her bin ich jetzt, wie gesagt, nur noch bei den Ärmeln. Der Ärmelausschnitt passt, glaube ich, sehr gut. Da habe ich mich ganz an die Anleitung gehalten. Gehst du jetzt in die Tasche oder nicht? Du störst mich. Du lenkst mich ab. Und man sieht dich nicht, da bist du nur halb so lustig. Dich haut's noch runter. Dann setz dich hierher. Diese Katze, ich gebe den Pullover. Also, zur Wolle. Ich habe jetzt noch ziemlich genau 2 Knäuel Wolle. Da, bitte. Mausi, da, komm, schau, bitte. Hier, das ist ein super perfektes Höhlending für dich. Ja. Sie liegt übrigens permanent in diesem Pullover oder auf diesem Pullover. Sie liebt diesen Pullover. Also für sie ist die Wolle großartig. Das ist übrigens auch keine billige Wolle gewesen. Es ist La Vie en Mi Confetti Tweed in der Farbe Framboise. Himbeere. Ich kann kein Französisch. Ich habe vergessen, wie man es richtig ausspricht. La Vie en Mi. Ich kann kein Französisch. Bitte akzeptieren wir das. Frisst du jetzt die Wolle? Nein, nicht Wolle fressen. Kuscheln ist gut. Fressen ist nicht gut. Kipferl. So, hier ist die Wolle. Und das ist Corriedale. Also nicht so super, hyper, extrem schnuffig, weiches Merino, sondern ein bisschen robuster. Relativ dick. Ich stick das, wie gesagt, mit 5 mm Nadeln. Und, oder habe es mit 5 mm Nadeln gestrickt. Jetzt bin ich, wie gesagt, bei den Ärmeln. Und ich habe noch ziemlich genau 2 Knäuel. Ich habe nämlich wirklich beim Vorderteil für die letzten 3 Reihen, 4 Reihen ein neues Knäuel anfangen können. Aber das heißt für mich, dass ich das eigentlich super ausgehen müsste, für jeden Ärmel ein Knäuel. Das sollte kein Problem sein. Ich kann immer noch kurze Ärmel strecken. Die Option besteht. Naja, auf jeden Fall, das ist die Wolle. Super glücklich, super schön. Für das Design finde ich cool. Muss man ein bisschen überlegen, ob einem das taugt mit den Nupsen, weil das spannend ist auch, dass auf der glatten Seite die Nupsen super schön drinnen sind, auf der verkehrten Seite kommen die natürlich ziemlich stark raus. Ich bin gespannt, wie sich das sozusagen dann auch im Tragen halten wird, verändern wird, ob das dann irgendwann einfach schäbig ausschauen wird, werden wir sehen. Das war auf jeden Fall der Weekender, der auch auf meiner Make-9-Liste, glaube ich, war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß es aber nicht mehr hundertprozentig und deswegen schaue ich jetzt noch einmal nach. Ihr findet auch diese Information natürlich erstens einmal in einer alten Episode und ich werde euch einblenden, welche das ist, nämlich das war die Episode 84. Da oben ist dann irgendwo ein Link, da könnt ihr draufklicken, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und unter anderem, nein, der Weekender war diesmal nicht drauf, aber Modelle, die drauf waren, unter anderem mein Comfort Fade Cardigan, das ist der, den ich vorher anhatte,
auch von der Andrea Mori. Dann war drauf der Kirk Sweater, der Rusty Tuco von der Susanne Sommer. Den habe ich auch gestrickt, mit dem ich unendlich unglücklich war, weil er nicht perfekt gepasst hat. Meinem Mann, das war nämlich nicht für mich, sondern für meinen Mann. Der wurde verschenkt. Dann war drauf das Konfetti-Top, und zwar, ich nenne es Konfetti-Top, das war das Vakairo-Top von der Aura Nitz. Meine Make 9 blende ich euch da übrigens ein. Ich gehe jetzt nochmal von oben durch. Also das oberste links oben war eben der Comfort Fade Cardigan, daneben ist der Sky Sweater, den habe ich nicht gestrickt. Dann ist der Rusty Tuco, den habe ich gestrickt. Das Tuch in der zweiten Reihe habe ich nicht gestrickt, das wäre der Marvelous gewesen. Ich habe aber eben stattdessen ein anderes Tuch, also den Wrap, gemacht. Was, finde ich, ganz gut hinkommt, also auch von den Strängen her, also auch drei Stränge hat er gebraucht. Den Jojo von Anna Johanna habe ich nicht gemacht, weil ich einfach auch die Wolle dafür nicht hatte und tatsächlich habe ich ziemlich viele andere große Teile gestrickt. Der ist einfach nicht auf meine Nadel gewandert. Das war Cairo Top, habe ich fertig gestrickt und bin total glücklich damit, habe ich im Sommer gerne und viel getragen. Dann habe ich das Rosamond von Audrey Borrego gestrickt. Das ist tatsächlich auch fertig geworden als mein Sommertop für den Sommertop-Karl für den Wollkongress. Im Zuge des Wiener Wollkongress habe ich das gestrickt. Den Winter Beach für die Eva habe ich noch nicht weiter gestrickt. Der liegt als tatsächlich ist schon sehr langes UFO unter Anführungszeichen in deiner Projekttasche. Das wäre sowas, den möchte ich jetzt endlich dann mal fertig stricken. Aber dafür brauche ich irgendwie Hirnspace. Brainspace habe ich gerade nicht, deswegen habe ich es nicht in die Hand genommen. Obwohl er nicht so aufwendig ist wie vielleicht der Mirror Red Wrap vom Zopfen und so her. Aber irgendwie, da muss ich eintauchen und auch drinnen bleiben und da hatte ich irgendwie nicht den Biss dafür. Aber ich freue mich total, das wieder zu stricken, weil die Wolle wunderschön ist und das Design gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ja, und als letztes, das gelbe Westchen, ist der Elton und den habe ich gestrickt in meinem Schwarz-Gelb, wie ich geplant hatte und bin eigentlich auch relativ zufrieden, wobei die kleinere Größe auch gegangen wäre. Also im Nachhinein gesehen so, ich hätte mich an das halten können, was ich schon mal gestrickt habe, die größere Größe wäre nicht notwendig gewesen, aber andererseits passt es auch ganz gut. Also, 1, 2, 3, 4, 5 von meinen Make 9 habe ich tatsächlich gestrickt. Eines ist es noch immer in der Warteschleife und dann sind es drei Modelle, die ich gar nicht gestrickt habe, gar nicht angefangen habe. Also ich finde, das ist ein ganz guter Schnitt von sozusagen Neujahrsversatz, den man sich ja sozusagen, also diese Make 9 macht man ja immer am Anfang des Jahres. Und ich finde es auch ganz legitim, dass sich das unterm Jahr natürlich verändert oder andere Projekte hineinhüpfen. Und insgesamt, und da komme ich jetzt zu meinem Jahresrückblick und deswegen mag ich Ravelry so gern, weil da kann ich meine Projekte dann noch einmal anschauen. Und das Filtern nach Jahr, wann ich die abgeschlossen habe, also ich kann dann eingeben, okay, Filter alle abgeschlossenen Projekte von 2022 und dann zeigt mir das in einer Liste genau alle meine Projekte an. Und in dem Fall waren es 15 abgeschlossene Projekte, genau, davon waren 3 Tücher, 5 Oberteile, also 8 relativ große, eine Babyweste, das ist die Frage, inwiefern das zählt, weil die ist nur so klein, 6 Paar Socken, ein Würfelbeutel und insgesamt komme ich da mit diesen 15 Projekten auf ziemlich genau, fast, ein bisschen mehr glaube ich, 10 Kilometer Wolle, die ich verstrickt habe. Und das ist ziemlich cool. Also ich finde das schön, dass Ravelry einem das ausspuckt und man kann sich sogar eben ein Bild ausspucken lassen, wo dann gesortiert ist, wie viel Wolle welches Projekt verbraucht hat, also wer welches Projekt am meisten Wolle gefressen hat sozusagen. Ich glaube, mit relativ weit vorne ist der Comfort Fade Cardigan, der hat ziemlich viel Wolle metertechnisch drinnen, also nicht unbedingt Gewicht, sondern wirklich metertechnisch und das finde ich cool. Also mir taugt das irrsinnig. Wie gesagt, wenn man sich mit Ravelry ein bisschen auseinandersetzt, kann das auch ziemlich coole Statistiken rausschmeißen. Man kann da auch eingeben, wie viel Wolle kostet, die man kauft und dann kann man sich auch ausspucken lassen, wie viel Wolle man, also wie viel Geld man ausgegeben hat. Das mache ich nicht. Nein, das tue ich mir gar nicht erst an. Das muss nicht sein. Es gibt Dinge, die will ich wissen, es gibt Dinge, die will ich nicht wissen. Das ist so. Ist okay. Ja, also das waren meine Make 9 von 2022. Ich habe überhaupt keinen Plan für 2023 und das meine ich jetzt genauso, nämlich gar keinen Plan. Ich will mir auch gar keine Pläne gerade machen. Das kommt dann eh von alleine. Wenn ich wieder Lust habe auf Make 9, dann werde ich die machen. Aber jetzt gerade in dem Moment interessiert es mich überhaupt nicht, drüber nachzudenken. Ich habe jetzt noch ein Projekt auf den Nadeln, das möchte ich bis Ende des Monats fertig bekommen. Und zwar ist das ein Teststrick. Und zwar ist es wieder ein Teststrick für den ganz lieben Christian, Mr. Masche. Der Teststrick schaut momentan so aus, ich bin noch beim ersten Teil.
Also es ist eigentlich jetzt mal relativ easy. Es ist eine Art Rippchenmuster. Das wird ein Dreieckstuch. Und mehr kann ich euch dazu noch gar nicht sagen, weil ich, wie gesagt, erst beim ersten Teil bin. Ich habe nicht so wirklich vorgelesen und arbeite mich eben da durch. Und das ist eben ein Teststrick. Das heißt, ich soll bitte bis Ende des Monats fertig werden. Ich bemühe mich, das auch zu schaffen. Nachdem ich jetzt nicht so viel auf den Nadeln habe, geht das eigentlich relativ gut. Und das ist auch ein ganz gutes Projekt, um es zu einer Strickrunde mitzunehmen. Es ist jetzt nicht sehr aufwendig. Es gibt so kleine Dinge, auf die man achten muss, was es dann auch irgendwie schön macht, daran zu arbeiten. Also es ist nicht unendlich fad, sondern mit so ein bisschen immer kurz was an was denken und dann ist es stricken, stricken, stricken. Und das mag ich ganz gern für so Zwischendurch-Projekte. Ja, zwischenzeitlich hat meine Katze meine Stricknadeln gefunden und alle zerkaut. Gott sei Dank sind das Chiaku mit Stahlseil drinnen. Deswegen sind sie nicht kaputt, sondern nur rau gewesen. Das wurde gerichtet, indem das Kabel erhitzt wurde. Gell, Mäuschen? Ja, bin selber schuld. Ich habe das Kabel offen liegen lassen. Also im Sinne von so rausschauend aus meinem Strickbeutel. Das hat die Katze als Einladung empfunden. Ich stricke das, so wie in der Anleitung steht, mit 4,5 Nadel. Und ich habe mir ausnahmsweise Wolle organisiert. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht für das Projekt, weil ich hätte welche gehabt. Aber ich habe mir für das Projekt trotzdem extra Wolle bestellt, nämlich von der Corinna, von der Frau von Christian, weil die so schöne Wolle macht. Und das war eine Ausrede, sich Wolle zu bestellen. Abgesehen davon, dass ich sie ein bisschen günstiger gekriegt habe, wegen dem Teststrick. Aber gezahlt habe ich sie trotzdem. Und die Farbe ist wunderschön. Die behalte ich mir allerdings nicht. Das wird ein Geschenk, das ich dann eben hergebe. Aber ich habe mir die Farbe aussuchen dürfen. Und die Qualität ist eben jetzt auch prinzipiell für dieses Tuch gedacht. Das ist die Qualität Luna. 100% Merino, 400 Meter. Und die Farbe heißt Sami. Das ist natürlich total cool. Sie hat eine extrem coole Palette an Färbungen gerade gehabt. Also letztes Jahr hat sie die rausgebracht. Letztes Jahr, ja. Und da habe ich einfach dann gesagt, du, mir wird diese eine Farbe einfach ungut gefallen, kann ich die haben? Und sie hat sie extra für mich gefärbt, was ich super schön gefunden habe. Mir taugt die Farbe sehr. Also ich bin eher sehr, sehr begeistert von der Färbung. Ich finde sie im Tuch super cool. Ich finde, sie kommt sehr, sehr schön raus. Und bin schon gespannt, wie das Tuch dann fertig ausschauen wird. Geplant sind, dass man ungefähr, ich glaube, 1,5 bis 2 Stränge brauchen wird. Also ich sollte mit 2 Strängen auskommen. Dafür macht man den Teststrick, ob sich das dann auch wirklich ausgeht. Und wie gesagt, konzipiert ist sozusagen das Strickstück mit der Wolle von der Carina. Aber natürlich kann man stricken, womit man möchte. Macht mir jetzt gerade sehr viel Freude und geht ganz gut voran und ist ein sehr schönes Projekt so für nebenbei. Ich bin ein bisschen sehr langsam, andere sind mit dem Teststrick schon extrem weit und fertig, wobei ich auch ein bisschen auf die Wolle gewartet habe und erst jetzt in den Ferien angefangen habe zu stricken, aber das passt auch sehr gut und das war auch ausgemacht, dass das passt und deswegen freue ich mich sehr. Ich habe noch 2 Projekte auf den Nadeln, wo nichts weitergegangen ist großartig. Die Fledermaussocken zeige ich euch gar nicht, weil ich weiß nicht, ich bin nicht begeistert und außerdem ist wirklich nichts vom letzten Mal passiert, null, also ich habe da gar nichts gestrickt. Das zweite Projekt, bin ich auch nur medium begeistert, sage ich auch sofort warum, sind die Christmas Pudding Socks von Stone Knits. Auch die Fledermaussocken sind von Stone Knits. Also das wäre die gleiche Designerin, die sehr, also die für Colorwork und ihr total schönes Colorwork bekannt ist. Und ich finde die Socken sehr, sehr cool. Problem ist nur, sie passen nicht. Ich kann sie nicht als Socken tragen. Ich komme nicht hinein. Sie kommen nicht über meine Ferse. Ich hasse es. Das macht mich wahnsinnig. Bei Colorwork-Socken ist es so, ich kann nicht abschätzen, noch immer nicht, wie viel Maschen ich tatsächlich brauche und wie groß die sein müssen, damit sie mir über meine Füße drüber passen. Weil bei Colorwork ist halt das Problem, von der Maschenanzahl wird schon passen, aber du hast halt weniger Flexibilität durch die Fäden, die hinten mitlaufen. Konto dessen sind die jetzt zu klein. Was ich gemacht habe jetzt einfach, ganz spontan, ganz schnell, ich habe mir gedacht, okay, bevor ich das Ding wieder auftrenne, weil ich war natürlich mit dem Colorwork-Teil, der schon relativ aufwendig ist, fertig, ich mache einfach mittens draus. Habe, und ich sage da gleich noch mehr dazu, habe einfach für den Daumen Maschen stillgelegt und dann für die Handfläche praktisch Maschen hinaufgestrickt. Das geht sehr gut, das schaut auch super gut aus. Mir gefallen die eigentlich sehr, sehr gut. Ich müsste jetzt noch einen zweiten Strick und das halt fertig machen. Zwei Sachen. Erstens nervt es mich tierisch, dass die nicht passen. Nervt mich einfach. Es ist so eine Sache. Es ist übrigens so ein kleiner Knit-Along von der Julia und von mir, unser Weihnachtsstrick an war das. Also ich habe das am 1. Dezember angefangen zu stricken. Das zweite Ding, was mich tierisch nervt,
sind die 1 Milliarde Fäden, die dann zu vernähen sind. Das macht mich narrisch, das macht mich wahnsinnig, es geht mir am Keks. Das dritte, was mich unendlich nervt, und das ist nur mein Fehler und nicht von der Designerin oder sonst wem, ich habe einen Faden nicht gescheit aufpasst und der hängt da jetzt weg. Das ist urdoof und ich überlege, ob ich es aufdrehe, nur wegen dem, weil es mich so nervt. Ich meine, letztendlich, was muss ich machen, wenn ich diese ganzen Fäden, die ich da habe, vernähe, muss ich den einfach auch nehmen und hier einfach hinein vernähen. Also diese Schlaufe, da bleibe ich natürlich volle Kanne hängen, ja, eh klar. Ich habe da übrigens mehrere längere Fäden, ja, aber der ist mir passiert. Also das ist natürlich nicht absichtlich gewesen. Und was kann ich machen? Ich kann das einfach beim Vernähen hier hinein vernähen. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass es natürlich als Fingerhandschuhe insofern blöd ist, dass da so relativ lange Spannfäden sind, weil die Tendenz, dass man da hängen bleibt, sehr groß ist. Also da passe ich mit dem Finger durch, seht ihr. Ja. Jetzt wird irgendwer sicher schreiben, aber du könntest es ja füttern und mit irgendwas aus... Ja, das interessiert mich nicht. Ehrlicherweise finde ich das doof. Es ist natürlich eine Möglichkeit, aber das ist mir wieder zu viel Hacken. Das strickt mir schon nicht, wenn ich arbeite. Ich möchte nicht noch was tun müssen dafür. Ich überlege noch, was ich tue. Was ich nicht machen kann, wenn man so hängen bleibt, kann ich es kein Kind geben. Das ist das Einzige, was mich echt tatsächlich nervt. Ich finde sie aber so für mich total schön. Also, Fazit zum Design. Ich finde es sehr schön. Zweites Fazit zum Design. Man muss echt mit Colorwork-Socken, ich habe da noch kein Gefühl dafür, schauen, dass man die richtige Größe erwischt. Tendenziell eine Größe größer als normal. Lustigerweise stricke ich ja Colorwork viel lockerer als glatt rechts gestricktes. Zeige ich euch gleich noch einmal. Das sieht man sogar, finde ich, ziemlich gut. Ich habe hier die gleiche Nadelstärke verwendet. Und das hier ist enger als das. Also was die meisten nämlich umgekehrt machen, die meisten stricken das Colorwork enger und das glatt rechts lockerer, ist bei mir halt falsch. Also bei mir andersrum. Man sieht es auch hier ganz gut. Da geht dann der Handschuh so ein bisschen hinein. Ja? Was ja wurscht ist, weil das ja viel flexibler ist als das. Aber ich hätte hier zum Beispiel auch auf eine größere Nadelstärke umsteigen können. Für Mittens ist das jetzt alles nicht so tragisch. Mich stört eben viel mehr, dass man hängen bleibt. Leather Check heißt, glaube ich, diese Methode. Die Annette von den Nerd Knits hat da auch ein super Tutorial-Video dazu gemacht. Es ist eigentlich so eine Kombination aus Double Face Stricken, dass man so eine extra Masche sich einbaut, um dort den Spannfaden zu verstecken. Das habe ich beim Würfelbeutel zum Beispiel gemacht. Vor allem, wenn du lange Teile hast, also mit langen Spannfäden hättest, wo das auch super natürlich wäre bei meinen Fledermäusen. Ja? Nur bei den Fledermäusen habe ich es einfach eingewoben, aber dieser Leather Check macht das Ganze noch einmal flexibler und ist gerade, ich glaube Leather Check, ich bin mir nicht sicher. Ich blende es aber richtig ein, wenn ich das Richtige finde. Ich blende euch vielleicht auch oben den Link zum Video von der Annette ein. Was den Vorteil hat, dass es eben flexibler ist und gerade für Socken ist das natürlich super, daran hätte ich vorher denken können. Ich glaube, ich habe auch dran gedacht, aber ich habe dann drauf gepfiffen. Sinnvoll. Man weiß es. Man wüsste, wie man es richtig macht und besser machen könnte. Und dann pfeift man drauf. Das ist deppert. Um so wienerisch zu sagen. So. Das waren die Socken, die keine Socken mehr sind, sondern jetzt Mittens. Mal schauen, wie ich einen zweiten mache. Momentan bin ich nicht motiviert, deswegen liegt der auch schon seit Wochen da rum. Das Colorwork ist eigentlich sehr cool. Dadurch, dass aber so viele verschiedene Farben sind, wird halt auch sehr viel abgeschnitten, was mich wieder sehr nervt, weil es eine ure Vernäherei wird und wie wir alle wissen, liebe ich vernähen nicht. Ja, egal. Sonst finde ich sie vom Design sehr cool. So, das wollte ich gesagt haben. Stone Knits, finde ich, hat schöne, coole Designs. Genau, das war jetzt, glaube ich, alles zum letzten Jahr, was ich noch so zu sagen habe und was ich so auf den Nadeln habe und was ich gestrickt habe. Und ich habe schon angekündigt, ich habe ein bisschen sozusagen was für euch, ja, ich möchte ein bisschen eine Pause machen und ich weiß nicht genau, wie lange diese Pause dauern wird, weil ich möchte einfach einmal mein Hirn frei bekommen und ich habe eigentlich 1 Milliarde Ideen, die ich umsetzen möchte, nämlich auch für meinen Kanal und ein Step in diese Richtung war zum Beispiel die Homepage. Und war auch dieser Wollkongress, das mir sehr viel bedeutet hat oder das mir sehr viel bedeutet und was auch viel Umsetzungsarbeit gebraucht hat für mich, nämlich im Sinne von nebenbei.
Und deswegen, das, was ich eigentlich alles noch vorhab oder vorhätte, das schaffe ich gerade nicht nebenbei. Das geht sich einfach nicht aus, weil ich habe einfach sehr viel Energie, die ich gerade mit viel Freude in meiner Arbeit stecke, was ja super schön ist. Aber dadurch geht halt viel Arbeitszeit dort hinein und es bleibt weniger Zeit für mich auch über, beziehungsweise wo ich es ganz stark gemerkt habe, ich habe gerade gar keine Zeit gefunden, mich zum Beispiel auch mit den wunderbaren Queermaschen zu treffen, die habe ich jetzt sicher monatelang nicht gesehen, was mir richtig im Herzen wehtut, also mit meinen Strickfreundinnen mich wirklich in Ruhe zu treffen. Und dafür möchte ich jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Energie aufbringen, eventuell auch Kurse planen, die ich extern machen möchte. Und eben eventuell diesen Kongress noch planen, aber das heißt, dass ich einfach jetzt schauen muss, wo es sich mit der Zeit ausgeht. Und bevor ich euch wieder wochenlang warten lasse mit einem Fragezeichen in der Luft, habe ich beschlossen, dass ich jetzt mit der 100. Folge eine offizielle Pause bekannt gebe. Mit dem Wissen, dass ich nicht weiß, wie lange diese Pause dauern wird. Also ob die Pause jetzt eine Woche dauert, das ist es nicht, 2 Monate oder ein Jahr. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Wo ich sicher weiterhin aktiv bin, ist auf Ravelry. Dort werdet ihr meinen Kanal nach wie vor finden, meine Gruppe. Dort werde ich auch Sachen posten. Dort werde ich auch, wenn ich Knit-Alongs mache, dort auch weiterhin machen. Also da bin ich auf jeden Fall aktiv. Auf Instagram bin ich insgesamt gerade weniger aktiv, weil mich Instagram gerade unendlich nervt. Ich halte Instagram überhaupt nicht mehr aus. Ich kriege dauernd Werbung vorgeschlagen, die ich nicht sehen möchte. Ich meine, Katzenvideos sind ja schön und gut, aber es interessiert mich ehrlich nicht. Das ist für mich absolute Zeitverschwendung. Gleichzeitig kriege ich nur noch Videos vorgeschlagen oder sehe ich nur noch Videos, die ich nicht sehen will. Ich möchte Bilder sehen. Der Grund, wieso ich auf Instagram bin oder wieso ich mir einen Instagram-Account gemacht habe, war, um Bilder zu posten. Jetzt habe ich endlich wieder mal ein vernünftiges Handy, mit dem ich schöne Bilder posten kann und jetzt halte ich Instagram nicht mehr aus. Das ist furchtbar. Deswegen dort bin ich sicher auch weniger unterwegs. Das heißt, wenn du mit mir Kontakt aufnehmen magst, am allerbesten über Ravelry. Du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, sissiwillwolle.com. Das war die Homepage. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an sissiwillwolle@gmail.com. Freue ich mich natürlich. Prinzipiell ist aber Ravelry sicher der beste Ort, um mit mir Kontakt aufzunehmen, weil dann nehme ich mir dann meistens auch wirklich gerade für Ravelry diese Zeit, dass ich dort bin und mich umschaue und was tue. Und mein Kanal wird es nach wie vor geben und falls du die alten Videos noch nicht kennst, hey, du hast jetzt Zeit, schau sie dir an. Sie sind cool, ich finde sie gut. Aber es wird jetzt mal in absehbarer Zeit keine neuen Videos geben. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch kommt, ist so ein Bonusvideo, weil ich eigentlich noch ein paar Leute zu mir auf die Couch bitten wollte, was sich auch alles nicht ausgegangen ist. Also das ist so, so schade. Genau, und ich danke euch jetzt schon für 100 Folgen einschalten, für 100 Folgen begleiten, dabei sein, kommentieren, unterstützen, motivieren. Also ihr wart auch immer super, oder ihr seid eine super Motivation für mich, das auch zu machen. Und ich möchte es halt auch einfach meinen Ansprüchen gerecht werdend machen. Meine Ansprüche sind relativ hoch. Man merkt es nicht immer, aber sie sind eigentlich relativ hoch. Und ich möchte denen einfach auch gerecht werden. Und deswegen wird jetzt mal ein kleines Päuschen eingelegt. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder bei mir dabei seid und wieder einschaltet. Und was dann das neue Jahr so bringen wird, werden wir alles sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2023. Ich wünsche euch, ich wünsche dir alles Gute für 2023. Ich wünsche dir viel Erfolg, ich wünsche dir viel Glück, ich wünsche dir viel Zufriedenheit mit dir selbst, mit deiner Umgebung. Liebe sowieso von allen Menschen, die dich umgeben. Ich wünsche dir viel Spaß an deinen Handarbeitsgeschichten, Projekten, was auch immer das sein mag. Und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedersehen in einem neuen Abschnitt von Sissi Wolle. Und bis dahin alles Gute und Servus, Bussi. Bye. Have you made your greatest gains? Some may say we are haunted, and all our needs are for no shame.